Herzlich willkommen zur 53. Folge Pyramidon mit dem Felix. Er hat das beste Rezept gerade gefunden. Unser Strom ist unter Umständen so gut wie nicht mehr vorhanden. Er ist nicht mehr vorhanden. Okay, jetzt ist er nicht mehr vorhanden. Wie fändest du das Rezept, ein Asche in den Brenner zu packen, um mit 20%iger Chance Asche rauszubekommen? So, ich habe mich drum gekümmert, falls wir Strom halten. Haben wir irgendwo mal ein bisschen Holz rumfliegen, was wir bei den Kohledingern reinwerfen können? Oh, hier sind Holzpfeile, was ein Zufall. Falls ihr fragt, wo das Holz hin ist, ich war das nicht. Ich nix wissen, ich nix wissen. Bewegen die sich überhaupt? Wer ist die? Die Greifarme? Die Greifarme hier. Ich kann sagen, dass die sich aktuell bewegen, aber so ein Pixel pro Minute. Gut, dann sollte es ja irgendwann wieder kommen. Sage, Strom läuft wieder. Erstmal. Ja, wer weiß wie lange. Bis die Kisten bei dir da oben wieder voll sind mit Asche. Tja, was machen wir jetzt mit der Asche? Oder beziehungsweise was machen wir mit reichhaltigem Leben? Naja, der würde, wenn die Forschung läuft, relativ schnell weggehen, glaube ich. Aber tut's halt noch nicht, weil ein ganzer Teil der Forschung Wir können ihn fehlt. aber auch mit Schwefelsäure zu Beton machen. Haben wir die Forschung für Beton überhaupt schon? Ich glaube persönlich gesehen erstmal nicht. Die haben wir tatsächlich. In dem Nicht Hochdruckofen. das. Reichert die Creme Schwefelsäure zu Beton. Okay. Haben wir Schwefelsäure? Wir haben nicht mal Öl. Na gut, das hat ja hier mittlerweile nichts mehr zu sagen. Na gut, hast recht. Kohle, Gas. Ich habe eigentlich gedacht, wir hatten schon Schwefelsäure irgendwo. Nicht, dass ich wüsste. Kohlegas, Synthesegas, Erzstacke. Okay, dann haben wir sie noch nicht. Sag mal, wofür brauchtest du Backenbrecher? Für die Salzminen, ne? Sag einfach ja. Ja. Habe ich sie griffig geraten. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich jetzt hier stehen geblieben war. Da haben wir das Zeug. So,
So, du brauchst jetzt hier Kohlegas. Alter, wo war ich denn stehen geblieben? Du brauchst jetzt Kohlegas. So, du machst hier Teer. Du machst Kohlegas. So, und für was brauchten wir jetzt? So, dafür braucht man Kohlegas. Achso, das habe ich da jetzt erstmal hochgeladen. Genau, das war ich eigentlich. Ich hatte Hochdrucköfen gebaut. Ich brauchte jetzt eigentlich die Kraftzentren, oder? Teerverarbeitungsanlage. Fortschrittliche Schmelze. Kugelmühle, okay. Backenbrecher. Kraftzentrum dafür. Ja, was habe ich denn jetzt Hochdrucköfen gebaut? Tja, das ist eine sehr gute Frage. Ich frage. Und ich habe Vergaser gebaut. Kohle, daraus machen wir Koks, aus Koks machen wir in einem Kraftzentrum das Zeug. Koks zu Graphit, Koks zu Keramik, Koks zu das da, Koks zu Materie. Tja, weiß auch nicht mehr so wirklich. So, auf jeden Fall braucht er Kraftzentren jetzt. Achso, warte mal, genau, die Vergaser habe ich da. Ach nee, genau, das war das. Ich habe jetzt nämlich die Vergaser. Sollen jetzt nämlich aus dem Teer auch Kohlegas machen. Genau, das war das. Kannst mir sagen, was du willst, ne? Aber wenn du den Forschungsfaktor normal auf, also wie Vanilla ist, ohne ihn halt hochgestellt zu haben, ist das ja alles super einfach zu bekommen. Ja. Das stimmt. Dann willst du halt eigentlich nur dazu kommen, dass du die ganzen Erzprocessing-Dinger als Stufe 1 bekommst. Und alleine ab dem Zeitpunkt machst du dann ja schon gefühlt doppelt so viel Platten wie vorher. Ja. Dann brauchst du nämlich nicht mehr 8 Erz für eine Platte, sondern nur noch 5. Und am Ende machst du, glaube ich, aus einem Erz 2 Platten. Und momentan haben wir aus 8 Erz eine Platte. Ja. Nett.
voll, passt nicht ganz hin. Dann holen wir uns jetzt das Teer von da. Nee, holen wir uns nicht. Wir holen uns das Teer von da. Bling. Och, echt jetzt? Da war auch alles echt ein Teufelskreislauf, ne? Ja. Bei Glas bekommen die nicht genug Methan, weil die Methanwerke nicht genug Strom haben, dass sie voll durchproduzieren können. Und die können nicht mehr Strom bekommen, weil bei den anderen der Dampf vollgelaufen ist, weil das Wasser nicht wegkommt. Oh, und das Wasser auf einmal nicht mehr weg. Moment, mach hier mal. Weil das Holz nicht mehr verbraucht wird. Das Holz wird nicht mehr verbraucht, weil da hinten noch keine Abnahme von den ganzen Sachen gebaut wurde. Aha. Ja, toll. Das heißt, wir werden jetzt gleich wieder einen netten, Stromausfall vermutlich bekommen. Würde ich jetzt mal so grob tippen. Okay. Naja, je weniger Strom wir haben, desto schlechter arbeiten halt diese Miner, ne? Die elektrischen Erzförderer. Ja. Und desto weniger bei Kohle. Kannst du mal schauen in Richtung Kraftzentrum, ob du davon mal ein paar bauen kannst? Unter die Turbinen, weil dann könnte ich hier relativ zügig weiterkommen. Kraftzentren und wie viele Turbinen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kraftzentren und 2, 4, 6, 8, 10 Turbinen. Sind das diese Turbinen MK1 da oder sind genau das andere? Die du halt auch, dafür craften musst. Ja. Genau. Wenn wir natürlich schon Turbinen MK2 haben, wäre es natürlich geil, aber das glaube ich nicht. Turbine MK2 kommt mit den Paketen, an denen wir jetzt seit 3 Stunden arbeiten. Mit welchen Paketen? Logistik. Und die MK3er Turbine kommt mit Chemie.
Okay. Ich würde ja gerne Sachen für dich craften. Wir haben bloß nur Handcraft drinne und wir haben keinen Strom. Merkst du selber, ne? Könnte jetzt sein, dass da jetzt ein bisschen Strom wieder produziert wird. Ja, wir haben mal kurzfristig ein bisschen Strom da, weil jemand ein bisschen Wasser weggegangen ist. Da kommt jetzt das Zeug. Da kommt jetzt das Zeug. So, Teer bekommst du. Was kommt da jetzt noch raus? Kamingas. Yay, oder so ähnlich. Was haben wir denn? Ach so, jetzt kann ich da drüben nicht gucken. Okay. Kamingas, da habe ich gleich direkt erstmal an die Maschine so ein Gasventil angesetzt. Alles klar. Natürlich auch. Gut zu wissen, dann reiße ich die Rohre wieder ab und setze direkt ein Dings dran. Nein, das nicht. Das da. So, und jetzt brauche ich noch Druckluft. Am besten vier Maschinen. Aus so einer Pressure Pump.
gedruckte Luft. Zack, zack. Zack, zack. Ach, hast du Strom wieder manuell ein bisschen angeworfen? Noch nicht, nein. Ach so, weil wir jetzt wieder Strom haben. Eigentlich nicht. Eigentlich haben wir immer noch nur 13 kW oder so. Ach so. Aber die Anlagen sehen so aus, als ob die gerade hier Vollgas geben. Das funktioniert aber immer. Das ist aber... wie bei der Arbeit, die täuschen Arbeit vor, aber tun sie eigentlich gar nicht. Alles klar. Mhm. Schlaue Kerle. So. Und da kommt dann das Zeug her. So, und ihr wollt auch noch Wasser haben, ne? Ja, aber ihr habt doch Wasser. Zu wenig. Andere Anliegen, dass ihr das Wasserrohr gerade auch leer gemacht habt. Hä? Könnte auch theoretisch daran liegen, dass ich das Wasserrohr auch gerade leer geklickt habe. Das ist schlecht, weil jetzt haben wir nämlich absolut gar kein Wasser mehr hier. So, ja gut, ist erstmal egal. So, dann haben wir jetzt hier Synthesegas. So, ihr holt euer Teer hier raus, macht aus dem Teer Kohlegas. Das Kohlegas kommt da rein, macht daraus Synthesegas. Synthesegas? Jawohl. Und dann kommt ein Kraftzentrum und das Kraftzentrum macht daraus dann unseren Strom. So, dann brauche ich jetzt nur noch was für Asche. Und da wollte ich die Möglichkeit nehmen, die Feststofftrenner, da machen wir nämlich die Asche zu Kohlestaub und kriegen noch Eisen raus. Was machen wir mit Kohlestaub? Kohlestaub machen wir wieder mit Wasser zu Synthesegas. Perfekt, passt. Gut. Aber wir sind am Ende der Folge angekommen. Ja, alles da, haut rein, bis zum nächsten Mal. Hallo und tschüss. Tschüss.